Hallo Freunde, es ist wieder mal soweit, ein Video von mir. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das am besten einleite und wie ich am besten den Übergang wirklich zum Hauptthema schaffe. Im Bodybuilding, aber auch im Sport ganz allgemein gibt es drei Faktoren, drei Grundlagen. Wenn ihr die einhält und wirklich on point, wirklich die trefft, könnt ihr meiner Meinung nach bis zu 75% von dem erreichen, was bei euch genetisch möglich ist. Immer unter der Voraussetzung, dass ihr wirklich alles optimal macht. Das ist einmal das Training mit dem Trainingsreiz, dann die Ernährung, wo ihr die Nährstoffe und die Bausteine bekommt für Reparaturen und Muskelaufbau und so weiter, Regeneration. Die Regeneration ist dann der dritte Punkt. Und bei mir ist jetzt leider so, dass die Regeneration durch meine Schlafapnoe, durch das Schnarchen eigentlich nicht mehr gewährleistet ist. Das hat sich in der Vergangenheit, ich habe schon seit Jahren gewusst, dass ich schnarche. Meine Frau hat mir das auch regelmäßig bestätigt, aber es hat sich wirklich im letzten Jahr eigentlich so dramatisch verschlechtert und ich habe diese negativen Auswirkungen wirklich so intensiv bemerkt, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, ja, ich lasse mir das jetzt mal wirklich genauer anschauen. Ich habe mich dann in ein Schlaflabor begeben und habe da zwei Nächte von mir überprüfen lassen und vor ein paar Wochen habe ich die Ergebnisse bekommen und war wirklich, wirklich schockiert. Weil ich wirklich nicht gewusst habe, was sich nachts bei mir in meinem Körper abspielt. Und ich habe mir da nur ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe zum Beispiel pro Stunde 62 Atemaussetzer, die länger als 20 Sekunden dauern. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das kommt, wenn man das irgendwer vorher erzählt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Ne? Aber wie gesagt, jetzt habe ich das ist alles schwarz auf weiß. Du hast deine Diagramme dazu, deine Zahlen und so weiter. Die Sauerstoffsättigung fällt während dem Schlaf aufgrund dieser Atemaussetzer bei mir auf bis zu 73% ab. 95-98% ist so im Normalbereich. Ne? Das heißt, ihr seid eigentlich, oder ich bin eigentlich die Nacht durch in einer Extremsituation. Dadurch geht bei mir der Ruhepuls während dem Schlafen bis auf 120 hoch. Es ist eigentlich leichtes Cardio-Training. Und die Lautstärke, das hat mich am meisten schockiert, die Lautstärke geht bei mir bis auf 103 Dezibel hoch. Ich schmunzle jetzt leicht, aber für meine Frau ist das ein Horror, jede Nacht. Ne? Ich habe mal nachrecherchiert, einfach nur, damit ich ein bisschen was Lustiges auch noch da hineinbekomme. Der Lamborghini Hurricane hat, wenn man mal ein bisschen aufs Gas steigt, ungefähr 105 Dezibel. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass mitten in der Nacht neben dir ein Lamborghini gestartet wird, neben dem Bett und der steigt dann noch ins Gas, So laut schnarche ich. Ne? Das war mir aber bis vor kurzem nicht bewusst. Und unter diesen Faktoren wird eigentlich dieser Erholungsfaktor, der eine von diesen drei wichtigen Faktoren ist, zum zusätzlichen Belastungsfaktor. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr geht jetzt am Abend trainieren, wie die meisten von euch, isst dann eure Nahrung und im Anschluss geht ihr in die Erholungsphase, geht ihr schlafen und diese Erholungsphase wird dann aber zum zusätzlichen Belastungsfaktor, weil ihr die ganze Nacht eigentlich, weil euer Körper die ganze Nacht kämpft, dass er mehr oder weniger überlebt durch den Sauerstoffmangel und das Herz permanent schlagt und das Cortison, Stresshormone, alles jede Nacht aufs Neue, über Jahre hinweg. Ne? Dann könnt ihr euch vorstellen, dass das eine Situation ist, die nicht mehr akzeptabel ist für mich jetzt, wo ich sie weiß
und wo ich jetzt für mich vor kurzem entschieden habe, dass ich mich operieren lasse. Ich habe mir einen guten Chirurgen gesucht, der hat sich auf das spezialisiert, und ich werde mich morgen unter das Messer legen und werde dort eine relativ aufwendige Operation machen. Das fängt an beim Gaumenzäpfchen, geht weiter zu den Mandeln und der komplette Rachenbereich wird erweitert und wird zusätzlich mit so einem Netz hochgezogen. Das bleibt dann anscheinend im Gewebe drinnen. Polypen und Schwellkörper in der Nase werden entfernt und die Zunge und die Schwellkörper in der Nase, das was noch übrig geblieben ist, wird mit Elektroden im Gewebe drinnen verbrannt. Und das hat so Auswirkungen, ich bin jetzt kein Arzt, bitte nagelt mich nicht fest, wenn ich irgendwas falsch sage, ne? Aber das hat so Auswirkungen, dass während des Heilungsprozesses und durch die Entzündung, die dann stattfindet, sich das Gewebe zusammenzieht. Das heißt, das Gewebe schrumpft durch den Heilungsprozess. Und wie gesagt, die Operation steht mir morgen bevor. Ich habe keine Angst, weil ich wirklich mir von dieser Operation wirklich sehr viel erhoffe, von Lebensqualität und einfach, dass sich meine Situation gravierend verbessert. Es ist einfach teilweise schon so gefährlich gewesen, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst und deine Familie sitzt hinten drin, mein Sohn mit 7 Jahren, und du schläfst dort beim Autofahren ein, dann ist das einfach inakzeptabel. Das ist einfach nicht mehr akzeptabel, diese Situation. Und deswegen werde ich dort jetzt was machen. Ich werde regelmäßige Updates schicken für diejenigen, die das interessiert, wie das abläuft, wie es dann einen geht und so weiter. Die können sich die Videos gern von mir anschauen. Ich weiß jetzt schon, dass das speziell in der zweiten Woche, wo dieser Heilungsprozess dann einsetzt, sehr schmerzhaft sein wird oder sein soll. Und dass man dann für mehrere Wochen sich nicht mehr richtig ernähren kann. Aber im Leben ist es manchmal erforderlich, dass man einen oder zwei Schritte zurück macht, freiwillig, damit man wieder 2 oder 3 Schritte nach vorne gehen kann. Und deswegen bin ich auch sehr motiviert. Ich plane auch schon wieder, wie es nach der Operation weitergeht. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, wie ich die Regeneration fördern kann. Und ich werde euch einfach am Laufenden halten. Und bis dorthin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein gutes Training. Und bleibt gesund.